Die wohl wichtigste Frage, die jeder Deutschlerner hat, ist: Wie merke ich mir die Artikel? Und vor allen Dingen, woher weiß ich, welches Nomen welchen Artikel hat? Sicherlich habt ihr auch schon die Antworten von ungefähr allen Deutschlehrern auf dieser Welt gehört. Lerne das Nomen zusammen mit dem dazugehörigen Artikel. Ich verstehe natürlich, dass einige von euch mit dieser Antwort nicht so zufrieden sind. Und deshalb habe ich für euch dieses Video, in dem ich erkläre, in welchen Fällen man der, die oder das benutzt. Denn es gibt Regeln. Also legen wir los. Wusstet ihr, dass 46% aller Nomen den femininen Artikel die haben? Jetzt wisst ihr es. Nur 34% aller Wörter haben den maskulinen Artikel der und nur 20% aller deutschen Nomen haben den Artikel das. So, da wir nun jetzt alle Wahrscheinlichkeiten in unserem Kopf kalkuliert haben und wir schon mal prozentual ausrechnen können, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Wort den femininen Artikel hat, kommen wir nun zu den Regeln. Fangen wir mit dem maskulinen Artikel der an. Die folgenden Gruppierungen haben den maskulinen Artikel der. Wochentage, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch und so weiter. Monate, der Januar, der Februar, der März. Jahreszeiten, der Frühling, der Sommer, der Herbst. Himmelsrichtungen, der Norden, der Osten, der Süden, der Westen. Automarken, der Audi, der VW, der Porsche. Wetterereignisse, der Regen, der Schnee, der Hagel und die meisten alkoholischen Getränke, der Wein, der Wodka und so weiter, außer das Bier. Einige Wortendungen verlangen den maskulinen Artikel und diese sind folgende: er, zum Beispiel der Fehler. Hier aufpassen, denn es gibt auch Ausnahmen. Link, zum Beispiel der Schmetterling. Ohr, der Imperator oder der Moderator. Ist, der Journalist. Ismus, der Mechanismus. Natürlich bekommen alle männlichen Personen auch den maskulinen Artikel. Also wenn wir von Berufsbezeichnungen für Männer sprechen, zum Beispiel der Polizist, der Kellner, der Arzt, der Anwalt und so weiter. Ebenso natürlich alle anderen männlichen Personen, der Bruder, der Vater, der Onkel und so weiter. Kommen wir nun zum femininen Artikel, die. Natürlich bekommen hier alle weiblichen Personen auch den weiblichen Artikel, also die Mutter, die Frau, die Tochter, außer das Mädchen oder das Fräulein. Dazu komme ich aber gleich noch. Folgende Wortgruppen haben den femininen Artikel die. Flugzeuge, die Boeing zum Beispiel. Schiffsnamen, die Titanic. Ebenso wie Zahlen, die 1, die 2, die 3 und so weiter. Und auch die meisten Blumen, die Rose, die Tulpe, die Lilie. Nun folgen die Endungen. Wenn Wörter diese Endungen haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie den femininen Artikel haben. E, die Blume. Aber Achtung, es gibt auch männliche Personen, die mit E aufhören, zum Beispiel der Page.
Also darauf müsst ihr achten, denn diese Regel, also dass ein Wort mit der Endung E auch den femininen Artikel, also die, bekommt, ist nicht immer hundertprozentig gewährleistet. Also aufpassen. In, zum Beispiel die Moderatorin, schafft die Eigenschaft. Halt, die Freiheit. Kalt, die Kleinigkeit. Unk, die Umgebung. Ei, die Datei. Ion, die Nation. Age, also A-G-E, die Blamage. Aber auch hier, Achtung, zum Beispiel der Page, habe ich eben gerade gesagt. Es können also immer wieder Ausnahmen vorkommen. Tät, die Identität. Ur, die Kultur. Ik, die Politik. Ans, die Toleranz. Ade, die Marmelade. Ens, die Tendenz. Kommen wir nun zu der kleinsten Gruppe, und zwar zu den Wörtern, die den neutralen Artikel das haben. Wenn wir etwas verniedlichen, so benutzen wir dafür den neutralen Artikel. Das Brüderchen, das Schwesterchen, das Kindchen zum Beispiel. Die Endung chen ist ein typisches Diminutiv. Das bedeutet, damit machen wir etwas klein und süß. Genauso wie die Endung lein, das Fräulein. Und genau wegen diesen Endungen bekommen die eigentlich weiblichen Personen den neutralen Artikel. Denn chen ist eine Endung, die den neutralen Artikel braucht. Also das Mädchen. Und lein ist ebenfalls eine Endung, die den neutralen Artikel braucht, also das Fräulein. Auch Metalle bekommen den neutralen Artikel, zum Beispiel das Gold, das Silber, sowie die Farben. Wir können aus Adjektiven, zum Beispiel grün, gelb, weiß, auch Nomen machen. Das Grün, das Gelb, das Weiß. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, denn wir können auch aus Verben Nomen machen. Zum Beispiel lernen, das Lernen. Und jedes Mal, wenn wir aus einem Verb ein Nomen machen, bekommt das Nomen den Artikel das und die Endung en. Beispiele: schreiben, das Schreiben. Arbeiten, das Arbeiten. Jetzt die Endungen. Um, das Forum. Tum, das Eigentum. Nis, das Verständnis. Ment, das Engagement. Und O, das Foto. Nun, da ihr alle Regeln kennt, könnt ihr sie natürlich in Notfällen anwenden. Aber diese Regeln, wie ihr gesehen habt, können nicht zu 100% angewendet werden. Es sind kleine Marker für euch, die euch eine Richtung angeben oder die euch in bestimmten Situationen nützlich sein werden. Dennoch empfehle ich, wie alle Lehrer auch, dass ihr die Nomen direkt mit dem passenden Artikel lernt. Und wenn ihr da Schwierigkeiten habt, euch diese Kombination zu merken, empfehle ich euch Eselsbrücken. Eselsbrücken sind gedankliche Verbindungen oder Verknüpfungen, die ihr schafft. Zum Beispiel ein Wort mit einem Bild verbinden oder ein Wort mit einer Sache, die euch schon bekannt ist, verbinden. Ich gebe euch Beispiele. Das Wort Butter. Normalerweise würden wir sagen, Butter ist eine Sache, also das Butter, oder? Natürlich nicht, denn es heißt die Butter. Wie kann ich mir jetzt also merken, dass es die Butter ist? Ganz einfach. Ich verknüpfe das Wort mit einem schon mir bekannten Wort. Und zum Beispiel auf das Wort Butter reimt sich das Wort Mutter.
Butter und Mutter hören sich ähnlich an. Die Mutter, weiß ich zu 100%, hat den weiblichen Artikel. Butter hat auch den weiblichen Artikel. Die Butter, die Mutter. Und hier seht ihr auch schon, dass die erste Regel gar nicht funktioniert. Denn er ist eine Endung für den maskulinen Artikel. In diesem Fall ist es aber die Butter. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Das Wort Wand. Wand ist eine Sache. Aber natürlich hat Wand nicht den neutralen Artikel, sondern den femininen, also die Wand. Ich stelle mir also vor, wie an meiner Wand ein Bild von einer schönen Frau hängt. Das heißt, das nächste Mal verknüpfe ich das Wort mit dem Bild, denke an das Frauenbild an meiner Wand und weiß, aha, die Wand. Und mit diesen kleinen Verknüpfungen oder Eselsbrücken, wie wir sie nennen, könnt ihr euch Nomen- und Artikelverbindungen viel, viel besser merken. Probiert es doch aus!